Logbucheintrag Nummer 13, Captain Kirk Beard am Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Endlich mal seit einer Woche fast gute Neuigkeiten. Unser Außenteam, jedenfalls zwei Mitglieder unseres Außenteams, konnten sich wieder sammeln und haben bereits weitere Schritte eingeleitet für unsere Bergung. Sie sind auf der Suche nach der Anomalie, die uns hier festhält und für unseren Absturz gesorgt hat. Während wir hier an Bord die letzten Vorkehrungen treffen, das Schiff wieder vollständig instand zu setzen, hoffen wir einfach mal das Beste. Jo, da sind wir jetzt endlich mal wieder. Mit We Are the Dwarfs. Und wir können jetzt hier mit dem lustigen Zeug weitermachen. Da ist eine ganze Horde Spucker. It's too deep there. Jo. I'll try to load my bonbon on this shot. The effect should be amazing. Oh. Oh, hallo. Ups, das haben die auch gehört. Gut, das fängt schon mal gut an. Nicht nur, dass ich irgendwie gerade ziemlich schweigsam war. Ist halt echt die Frage gerade, also ich war gerade am Überlegen, ob ich den einfach mit einem Puncher hier umhauen kann. Auf meinen Smash Fist wechseln kann, den dann vielleicht noch mit einem Control stunnen kann. Aber irgendwie nimmt er keinen Schaden und ja, wir locken die ganze Horde hier an. Gut, so viel dazu. Schöner Anfang schon mal. Wir haben außerdem das Problem, dass der Forcer keinerlei Schilde mehr hat. Und die des Smash Fists sind auch ziemlich weit unten. Ich kann leider gerade nicht gucken, wo noch wie viele grüne Kristalle wir haben, um die Schilde wieder aufzuwerten. Also hier, diese hier, Starquests. Energy Ore haben wir nicht sonderlich viel. Swamp Creatures fehlen noch ein paar. Ja. Zum Beispiel über dieses Swamp Creature haben wir noch gar nichts. Das Vieh ist einfach nur garstig. Ich hätte nichts sagen sollen, da ist ja schon der Artikel drüber. Relationship with other species. Beziehungen mit anderen Spezies. Springer sind sehr gute Spurenleser und finden selbst Spuren im tiefsten Sumpfmatsch. Genauso, hören sie und benutzen sie die Signale vom Sumpfkrabben. Diese Kreaturen leben vielleicht in Symbiose. Ach, deswegen ist der immer so aggro. Also macht er alles aggro. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. Consumables. Usage. Die Splitter sind voller Energie, aber sie werden nicht als Treibstoff benutzt, weil sie zu viel Wärme abgeben, wenn sie verarbeitet werden. Nur die Raumanzüge der Krieger können solche Temperaturen überstehen.
im Kampf. Tun sie die Hitze für temporäre Überladung. Ich weiß nicht, was heißt Ignition nochmal? Erhitzung in Brandsetzung, irgendwas in die Richtung benutzen. Die Splitter, die von der Decke gefallen sind, sind sehr instabil. Der kleinste Impact ist genug, also der kleinste Aufprall ist genug, damit sie explodieren. Ein erfahrener Ingenieur kann sie isolieren und in spezielle Flaschen. Kann sie in speziellen Flaschen isolieren und sie für bestimmt und sie benutzen, um Waffen zu verstärken, zum Beispiel Bombardierungsprojektile. Also ja, das wird jetzt hier richtig lustig. Gut. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. Ja, Bombard. Mal da. So. Du greifst einfach irgendwas an. This ability is not effective, Swarm. Oh, das könnte lustig werden. Hier sind nämlich jetzt gerade viele. So. Mach mal Rundumschlag. Du bombardier die. Und gib ihnen auch gleich eins drauf. Ja. Half dead, okay, das ist nicht gut. Weil er aus der Steinform raus ist. Da haben wir die Krabbe schon wieder angelockt und die Spucker. Ah, das war nicht so toll. Okay, ich schicke mal den Forster einfach diesmal vor. Sobald die Krabbe weg ist. Der soll mal den Shard einsammeln, dass wir vielleicht seine Granaten benutzen können. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. Ja, Bombarding. Okay, warum hört uns das Viech immer? Das ist nicht gut. Das Problem ist halt, ich kann das Vieh auch nicht wirklich ausschalten, weil es sonst die Viecher hier anlockt und das will ich eigentlich auch nicht wirklich. So. Dich ziehen wir nach. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. So, und dann gucken wir mal. Ja, das hat gut gesessen. Und jetzt sind es wieder viele. Ja, das ist irgendwie ein Problem. Da kommen nämlich immer die da hinten. Uff.
kann ich das Vieh nicht einfach lang genug ablenken. Ja. Das ist das Falsche. Jetzt schaut es genau in die falsche Richtung. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. So. Du stürmst einfach hier durch. The effect should be amazing. Und du versuchst, irgendwas in die Luft zu jagen. This ability is not effective. Und wir haben ihn schon wieder angepisst. Ah. Und er ruft wieder die da hinten. Das gibt's doch nicht. Wie kriege ich das Vieh zum Schweigen? Weil wenn ich es angreife, kommt die Spucke. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. So, rennen wir einfach mal hier durch. Lassen ihn hier rammen. Nur versuch mal hier zu kontrollieren. Nicht einfach irgendwo rumspacken, das ist nicht so toll. Das wird wehtun. Aber es hat ziemlich viele von ihnen gekillt. Okay, Smashfist ist fast tot. Und kommt nicht vom Fleck, weil er irgendwie verlangsamt ist. Ich kann dich nicht mehr resurrecten, oder? Nein. Aber die Idee war schon mal nicht schlecht. Hm. Oh, da kommt er gerade zurückgerannt. Das war nicht so klug von mir. Das Vieh reagiert verdammt nochmal ziemlich empfindlich auf meine Bombarde. Das ist halt das Problem. Ja, das wollte ich nicht. Das war nur das Upgrade. I'll try to load my bombard with this shard. The effect should be amazing. So, einfach durchlaufen, alles ignorieren. Und vielleicht jetzt einfach mal mit dem Force so ordentlich reinhalten. Nö. Die bespucken sich gegenseitig, das ist vielleicht unsere Chance. Uns einfach mal zurückzuhalten.
Und zu gucken, was da noch auf uns kommt. Zum Beispiel sehe ich da was rumliegen. Achso, das ist ein Waypoint. Wahrscheinlich wegen der toten Krabbe. So. Gut. Smashfist in die Richtung chargen. Genau, das hat jetzt richtig funktioniert. Gut. Das hat jedenfalls so funktioniert, wie ich es gehofft habe. So, Swamp Creatures. Und hier ist ein Upgrade-Kristall noch. Und 20 Energy. Naja, jedenfalls können wir mal kurz bei den Characters reingucken. Du hättest 2 Steine. Wir haben aber nur 20. Wir hatten 20. Das war jetzt völlig unnötig. Ich wollte nämlich eigentlich auf 100 sparen. Egal, du hast einen Punkt nur. Fireform Verbesserung, Wave. Knocks enemies down while in storm form. Ist nicht so der Renner jetzt. Hier vielleicht bei dir. Auf jeden Fall den Damage halbieren. Das wäre nicht schlecht. Oder weil wir jetzt ja Ally haben, machen wir mal First Aid. So, Smashfist hat ein bisschen Schild jetzt wieder. Oh ja, und wir haben ja neues Journal-Eintrag. Also erstmal Consumables, Swamp Creatures. Wild Crab, wilde Krabbe. Dieses Krustentier hat eine sehr starke Schale. Aber sein Hinterteil und sein Abdomen sind von dieser Rüstung nicht beschützt. Wenn eine wilde Krabbe seine Beute bemerkt, hebt es die Hinterbeine. Möglicherweise tut es das, um eine gefährlichere Haltung einzunehmen. Aber wenn es das tut, ist es zur selben Zeit mehr verwundbar und wackeliger auf dem und weniger stabil auf der Rückseite. Die beste Möglichkeit, so eine Krabbe zu besiegen, ist es, sie auf den Rücken zu schmeißen und auf ihren weichen Bauch einzuprügeln. Jo. Gut, du sammelst mal wieder das hier ein, dass der Schuss stärker wird. Was für neue Journal-Einträge haben wir sonst noch? Achso, Swamp Creatures. Und halt Consumables. Die wir vorhin schon hatten. So. Oh, das hier wird jetzt nicht lustig. Naja, ich kann einen Teil der Eier wegballern. Das sind Grünlinge. Grünlinge sind ja anfälliger gegen
Nee, halt, Grünlinge sind ja Nahkämpfer. Die sind ziemlich stabil eigentlich. So. Jetzt haben alle das gehört. Das heißt, Smash Fist. Und bumm. Sehr gut. So. Das klappt wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. So. Ein bisschen Crowd-Controlling sozusagen. So. Blow Energy 100. Das ist sehr gut. Das heißt, bevor wir weitergehen, auf jeden Fall muss ich jetzt gleich... Jo. Logbucheintrag Nummer 13, Abschluss. Unser Außenteam macht langsam Raum gut. Es ist immer noch ziemlich schwierig, aber da sie jetzt zu zweit sind, dürfte es ihnen etwas leichter fallen, weiter vorwärts zu kommen. Sie scheinen auf eine größere Energieressource gestoßen zu sein, um ihre Raumanzüge wieder reparieren zu können. Hoffen wir das Beste, dass sie weiter vorankommen. Kirk Beard Ende.